Der Mediengipfel ist in der Form schlicht eine einmalige Veranstaltung. Wir schaffen es immer wieder, hier die entsprechenden Gäste zu bekommen. Wir schaffen es auch immer wieder, zwischen Moderator und Gast, ich sag mal, da eine Mischung hinzubekommen, die man so anderweitig nicht erleben kann. Und das Ganze trifft auf ein sehr medienaffines, sehr hochrangiges Publikum. Und ja, genau das zeichnet den Mediengipfel aus. Tolle Veranstaltung, ich kenne keine vergleichbare. Nicht in Berlin-Brandenburg, aber auch nicht anderswo. Beschreibt das ungefähr so ein bisschen die Strategie für die Zukunft? Besitz von Content ist für Sie unwichtig, weil Kontrolle, so eine Art Ordnungsmacht dahinter steht? Ich glaube nicht, dass wir Content kontrollieren. Ich glaube, wir besitzen in dem Sinne kein Content, weil wir einfach, es kam ja vorhin in der Einführung auch die Frage auf, warum wir nicht unter den Top-Medienunternehmen vertreten sind, weil wir einfach kein Medienunternehmen sind. Wir haben, wenn man ganz offen ist, einfach als Unternehmen verstehen wir uns nicht als ein Unternehmen mit Medienkompetenz. Wir sind ein Unternehmen, was sehr viele hochgradig talentierte Programmierer, Techniker hat. Wir bauen große Plattformen, aber wir sind nicht jemand, der Content in irgendeiner Form selber erstellen kann oder erstellen sollte. Wir brauchen Daten, um Konsumenten auf ganz spezifische Probleme möglichst gute Antworten oder möglichst gute Lösungen bieten zu können. Das ist ja relativ trivial. Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt hier in Berlin und ich gehe hier gleich aus dem Gebäude raus und ich interessiere mich für ein gutes italienisches Restaurant. So, und ich habe mein Android-Phone dabei und ich fange an zu googeln nach italienischen Restaurants, dann wäre es ja einfach hilfreich, wenn ich einmal das Signal meines Ortes, also mein GPS-Signal, wo ich mich gerade befinde, an unsere Server schicke, denn wenn ich das nicht tue als Konsument, dann kriege ich einfach von Google alle italienischen Restaurants auf der Welt als Antwort. Das ist für mich nicht so wahnsinnig nützlich in dieser Situation. Ich stimme übrigens nicht grundsätzlich überein, dass man sagt, der absolut größte Trend, den wir da draußen im Moment sehen, ist Social. Ich glaube absolut daran, dass das gesamte Internet an sich sozial werden wird und alles, genauso wie ich eben gesagt habe, es gibt einen massiven Trend Richtung Mobil und Richtung Video und audiovisuellen Inhalten. Natürlich wird das Internet in sich dramatisch sozialer werden. Ich glaube persönlich, dass einer der größten Trends, und das sage ich nicht, weil ich bei Google arbeite, der Trend Richtung einer stärkeren Search-Centricity, sagen wir, also einer stärkeren Suchfokussierung ist, denn wenn Sie sich heute anschauen, wie in einer modernen Welt audiovisuelle Inhalte beispielsweise gesucht werden, dann haben wir mittlerweile ungefähr 500 000 Suchen pro Tag auf YouTube, 500 000 Suchen pro Tag, also der Suchmarkt insgesamt ist in der Größenordnung weltweit 4 Milliarden Suchen am Tag. Wir haben vorhin gehört, Google will ein Forschungsinstitut in Berlin oder in Potsdam, weiß nicht genau, gründen. Vielleicht sagen Sie nochmal, weil da so sehr viel darüber noch nicht bekannt ist, was genau haben Sie hier vor und warum? Also was wir festgestellt haben, ist, dass es, was den Bereich interdisziplinäre Forschung über die Auswirkungen und vor allem die gesellschaftlichen Auswirkungen des Internets, dass es dort nicht wahnsinnig viel gibt in Deutschland, teilweise auch im internationalen Umfeld gar nicht so viel Forschung gibt. Und das ist ein Thema, was uns schon natürlich am Herzen liegt, denn es ist nun mal die Welt, in der wir uns bewegen und uns ist durchaus bewusst, dass das, was dort passiert und dass das, was dort stattfindet, die Gesellschaft in vielen Bereichen verändern wird. Und wir glauben, da muss drüber gesprochen werden, wir glauben, das muss diskutiert werden. Das sind Bereiche, das kann von Datenschutz zu verschiedenen Auswirkungen, so viele verschiedene Felder, also gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. Und wir glauben einfach, das ist sinnvoll, wir investieren da relativ intensiv, werden uns komplett inhaltlich aus dem Thema zurückziehen. Also wir werden das als wirklich ein unabhängiges Forschungsinstitut aufsetzen mit einer Anschubfinanzierung und werden dann wirklich die entsprechenden Spezialisten forschen lassen hier in Berlin. Also ich habe mich auf eine spannende Diskussion hier gefreut. Das ist sicherlich mehr als erfüllt worden. Ich wollte einfach ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was sind die Themen, die hier die Berliner auf der einen Seite interessieren, gerade die Berliner Medienwelt natürlich, und auf der anderen Seite einfach ein bisschen darüber sprechen, wie wir so über Innovation und andere Dinge nachdenken. Wir haben alle heute, die zugehört haben, glaube ich, sehr gut lernen können, wie so einer in so einer Stellung sich so ein bisschen lavieren muss zwischen dem, was er eigentlich sagen darf als öffentlich notiertes Unternehmen,
und was er gerne sagen möchte und was er dann auch so darstellen muss, dass die Leute hier im Publikum es auch verstehen, damit es nicht zu technisch wird. Und das hat er toll gemacht. Der 29. Mediengipfel vom Medienboard Berlin-Brandenburg und dem Medianet ist wie immer eine ganz tolle Veranstaltung. Ich liebe diese Hochkarätigkeit, die Sprecher. Philipp Schindler ist eine unheimlich gut angesehene Persönlichkeit im Bereich der neuen Medien, die hier kompetent Antwort gegeben hat. Und ich muss sagen, das reiht sich ein. Und in der Location ist das wunderbar inszeniert worden. Es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung mit auch sehr tiefgehenden Gesprächen. Google dreht irgendwie die Welt im Moment. Und wir haben jetzt ganz viel brave Geschichten gehört, wie schön es bei Google ist. Aber es wäre natürlich ganz spannend gewesen, mal zu hören, was die wirklich bewegt. Weil, wie gehen sie zum Beispiel mit gescheiterten Projekten um? Da gab es ja einige. Was sind wirklich die Themen, die jetzt kommen? Klar, wir haben was von TV gehört, wir haben was von Mobile gehört. Aber das war alles auf so einer relativ weichgespülten Ebene. Also das Medianet Berlin-Brandenburg vernetzt natürlich in idealer Weise im Grunde alle Beteiligten in der Branche. Technik, Inhalt, Finanziers, Wirtschaft, Politik. Und gerade solche Mediengipfel sind natürlich ideal, auch um sich entsprechend auszutauschen, zu vernetzen. Und für uns natürlich ganz wesentlich, um uns auch in der Branche bekannt zu machen, dass wir als Commerzbank dort unterwegs sind. Ich finde es einfach eine sehr herausgehobene Veranstaltung, deren Flair jetzt mal nicht unbedingt in Worte fassen kann. Einfach besonders immer in wechselnden Locations und hebt sich schon auch aus dem üblichen Event-Salat hier in Berlin durchaus positiv heraus. Der Mediengipfel ist immer ein guter Ort, wo man sich treffen kann, an ungewöhnlichen Orten, die man sonst wahrscheinlich nicht sieht. Der Mediengipfel, wie wir ihn heute erleben, ist eine Veranstaltung, zu der man geht. Das lässt man ungern aus. War wieder ein sehr guter Gipfel, das haben wir auch gesehen an der Resonanz und verspricht mehr zum 30. Jubiläumsgipfel. Da werden wir noch eine Runde haben mit Matthias Döpfner, René Obermann, Frank Brickmann und Wolf Bauer. Und dann ist es spannend mal zu sehen die andere Seite, nämlich die Content-Seite, wie die das ganze Thema sieht.